Anna Haug, herzlichen Glückwunsch zu einer weiteren fantastischen Aufholjagd auf der Langdistanz bei der Ironman WM. Wie ist es dir gegangen? Ja, also ich muss sagen, es war echt ein super Rennen. Also es hat schon gut gestartet, das Schwimmen war geil. Also ich hätte es mir perfekter vorstellen können. Ich habe irgendwann Lisas Füße gesehen und gedacht, oh, geil, genau da möchte ich gern sein. Ja, die erste Stunde auf Rad fühlt sich dann immer ein bisschen, oh, ich kann einfach nicht so schnell losrillen irgendwie. Ich muss da erstmal so ein bisschen reinfahren. Und ja, dann die Attacke mit Lisa und Laura konnte ich dann mitgeben. Ich muss mich da echt gut selber pacen. Der Dan hat mir vorgegeben, Ziel ist es heute, einfach mal die Verpflegung perfekt auf dem Rad zu machen, damit ich dann Energie habe für Marathon. Und genau an das habe ich mich gehalten. Und ich war dann zwar nach Harvey so im Middle of Nowhere, so ein bisschen allein, aber vielleicht war es auch gar nicht schlecht. Da konnte ich einfach mein Tempo fahren und ja, dann habe ich endlich mal Energie gehabt für einen schnellen Marathon hinten raus. Und es war einfach, glaube ich, das beste Performance, was ich heute rausholen konnte. Lucy hatte einfach einen super Tag und nach viermal vierten Plätzen hat sie es auch wirklich verdient, auch mal den Titel zu holen. Und so ist mein Medaillensatz auch komplett. Von daher, nee, ich wüsste nicht, was ich hätte besser machen können. Und ja, deshalb bin ich einfach zufrieden. Du saßt auf dem Rad auch unheimlich, na, wie soll man sagen, konzentriert, entspannt, überhaupt nicht hektisch aus. Also obwohl du die Abstände wahrscheinlich auch wusstest, da ist keine Nervosität bei dir. Du weißt ganz genau, ich mache jetzt mein Ding. Und das führt mich dahin, wo ich hin muss. Ja, ich meine, es nützt ja nichts, sich da kirre zu machen, weil es ist halt Ironman, ne? Und es ist halt hier auf Hawaii. Und hinten kackt die Ente, sagt man immer so schön, ne? Und du weißt, der Marathon wird richtig lang. Und mein Ziel war es einfach endlich mal, ja, einen energiegeladenen Marathon zu laufen, ja? Und da kann ich mich halt einfach nicht überpacen am Rad. Und da muss ich echt gut in mich reinhören und halt schauen, was ich heute am Tag drauf habe. Und für mich war das schon ein sehr gutes Radfahren einfach und ja, ich hätte einfach nicht mehr geben können, glaube ich. Hilft dir jetzt auch schon so ein bisschen hier die Hawaii-Erfahrung, die du ja jetzt auch hast und vor allen Dingen Podium-Erfahrung? Denn letztendlich kannst du ja zu dir sagen, so wenn ich das so mache, dann lande ich auf dem Podium. Na, das ist natürlich keine Garantie, ne? Also man muss schon jedes Jahr wieder, jedes Rennen startet von neuem und man macht sich da immer Druck und ja, man muss halt immer performen einfach, ne? Aber ich hatte halt eine gute Vorbereitung und da muss man halt hoffen, ja, dass man an dem Tag das irgendwie abrufen kann und muss da Vertrauen haben, dass das ganze Training irgendwie anschlägt und ja, einfach Vertrauen ins Training, in den Trainer, ins Team. Und das hat sich dieses Jahr echt, also muss ich schon sagen, mehr als jemals zuvor wie so ein Team-Effort angefühlt, weil alle wirklich in meinem Team da richtig Gas gegeben haben und wir die Zitrone dieses Jahr richtig ausgequetscht haben. Von daher, ja, bin ich einfach super glücklich. Als du hier Weltmeisterin geworden bist, hast du gesagt, dein größter Wunsch ist es jetzt, ein Eis essen zu gehen. Was gibt's heute? Ne, das ist immer am nächsten Tag, also morgen. jetzt geht's erstmal zur Dopingkontrolle und zur Pressekonferenz. Ich war jetzt froh, dass ich hier noch was gefunden habe. Aber ja, morgen gibt's ja dann beim Bobbett im Four Seasons gibt's ein geiles Frühstück. Und dann haben wir schon für Eis ausgemacht heute. Fantastisch vorgecheckt. Vielen Dank, Anna. Dankeschön.